Servus Leute, hallo, wie geht's? Wir müssen uns noch für die Weekend Geek qualifizieren und diesmal aber mit beiden Accounts. Bevor wir aber wirklich reinstarten, habe ich noch ein paar Packs hier auf dem Main-Account. Und die gucken wir uns natürlich erstmal vorher an. Vielleicht ziehen wir ja noch was Geiles. Und zwar, glaube ich, alle bloß so eine normalen Packs hier, so 80 plus, irgendwas 75, 83. Aber kann ja trotzdem irgendwas drin sein, was wir wirklich hier brauchen können. Leute, lasst auf jeden Fall gleich gerne einen Kommentar da, abonniert gerne den Kanal und natürlich das Like nicht vergessen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ziehen wir jetzt erstmal hier. Haben wir. War das jetzt tauschbar? Ich weiß es nicht. Hier ist ja schön Ode Giebel gehabt. Einmal frei. Da wieder 6.000, 7.000 Münzen auf unserem Konto hier. Den Walkout können wir wegdrücken. Oh, geht denn hier? No, 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 no. Immobile, okay. Ja, könnte ja mal ein Walkout bei sein. Also wirklich. Oh, mach ich, okay. Und das auch so ein kleinen Packs, ja? Geht ja doch manchmal. '75, '83, okay. Ja, Raimi. Pacho. Pacho. Innenverteidiger Pacho 2024, EAFC 24, ne? Eigene Evolution gepackt, war auch ziemlich geil gewesen. Mal gucken, ob wir das diesmal auch wieder machen. ZM. Lemming. So, auf geht's. So sieht auf jeden Fall mein Team hier vom Main-Account aus. Ich habe noch die SPC von Jamal gemacht. Ja, wollen wir mal gucken, was wir hier so reißen können, oder? Oh, 11 Meter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Rechts unten? Ja. Oh, haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt, Leute. Da war er bestimmt so aufgeregt und hat wieder zweimal auf Schießen gedrückt. Und deswegen ist der Ball neben mir rübergegangen. 5 Meter. Schön von hinten drin, er ist mir aber auch wirklich jetzt von hinten drin geknallt, ne? Ja, passiert halt, ja. Geh mal links oben, Leute. Ja. Bing bong. Sorry, sorry, sorry. Schöne 91. Minute hier. Oh Junge, sehr schön, Watkins. Da ist es doch, da ist es doch passiert. Ja klar. Oh, war der schön. Oh, herrlich, Junge. Oh, jawohl, Junge. So, ich hoffe, wir haben jetzt hier was Vernünftiges. Seltene 84 und ein Jumbo, ja. Let's go. Walkout, come on. Echt jetzt, Alter. Wieder kein Walkout.
Aber wir haben ja noch Hoffnung. Jetzt haben wir nämlich einen Jumbo. 7 seltene. Walkout! Walkout! Rechter Flügel? Fuck. Ich wollte gerade Zaka sagen. Nein, das ist nicht. Wer ist denn da reiten? Nee. Ja, James. Ja, James. James passt so. Mann, James ist gut. Ich mir das mit Jamal hätte ich mir das eigentlich auch sparen können, ja. Ja, ist egal. James ist gut, ja. Tauschbar, ne? Jo. James behalte ich auf jeden Fall erstmal. Guck mal, was die kostet. Wilbe nur. So, schauen wir mal RTG-Account hier. Nicht. Linke Verteidigung, Deutschland. Simone, da ist ja alles nicht wert. Hier noch das Team von meinem RTG-Account, Leute. So sieht das aus. Ich bin gespannt, wie er sich spielt, Virginia. Das war doch schon wieder sehr schön. Genau nach meinem Geschmack hier. Kubiki, ist das nicht ein Trecker? Ein Kubiki? Jawohl, Alter. Da haben wir schön 10 Kilometer rüber geschossen. Leute, was ist los? Was ist los? Warum habe ich hier kein Glück? Was mache ich denn? Klar, Alter. Einfach im vorderen Tor, auf dem vorderen Stürmer geschlagen. So was geht im Leben nicht. Was soll denn das da, Alter? EA. Könnt ihr das mal bitte sein lassen? Ich finde das echt unmöglich. Wie oft habe ich denn jetzt schon in die Pfosten geschossen? Oh, come on! Ey, Leute, ist das jetzt so gewollt oder wie oder was? Na gut, ja, jetzt ist ja halt. Das war ja nicht nur gegen die Pfosten geschieße, ja, sondern auch ganz knapp, dass der, komischerweise der Torhüter immer da war. Oder meine Bälle einfach schön verstolpert sind, ne? Oder meine Spieler nicht rangekommen sind. Einwandfrei. Hat man wieder richtig gemerkt? Nein, Momentum gibt es nicht. Gibt es überhaupt nicht. Kann natürlich auch passieren, dass wir jetzt hier verlieren, alle Spiele, ne? Kann natürlich auch passieren. Dann müssen wir uns nochmal ein bisschen Mühe geben und müssen uns dann nochmal qualifizieren. Bis Wochenende. Hab mir gesehen. Oh, ein Game müssen wir noch gewinnen, Leute. Wäre sehr nice, wenn wir das hier auf dem RTG-Account auch schaffen würden. Da, das Griezmann-like hier wieder, ne? Genau, einfach durchlatschen, einfach durchlaufen, ne? Das ist so schlecht, Alter. Er ist so schlecht mit Griezmann jedes Mal. Ach, hör doch auf, ey. Hör doch auf, Alter. So eine schlechte Scheiße hier. Nee, komm. Da geht doch gleich raus. Was für ein Blödsinn. Ich hab doch den Ball gehabt. Warum hat Camavinga auf immer den Ball? Was für ein Schwachsinn, Alter. Ey, das sind so eine Sachen, da könnte ich mich wieder darüber aufregen. Wisst ihr, dann scheiße ich auch auf die. Dann scheiße ich auch auf die Qualifikation. Und dann spiele ich lieber nochmal Rivals und spiele dann lieber nochmals eine Qualifikation. Als
als wie ich mir das antue, solche Spiele zu spielen. Also wirklich, das ist ja wohl lächerlich, ey. Ist aber irgendwie bei alle Teams, die, jeder, der irgendwie Griezmann drin hat, hat so ein Glück. Könnt ihr mir glauben. Kauft, wenn ihr Geld übrig habt, kauft euch mal Griezmann, stellt den vorne rein. Ihr merkt irgendwie, das Team spielt sich dreimal besser. Falsche Seite, ich will nach oben gegangen mit dem Goalie. Soll ich dazu jetzt noch irgendwas sagen? Leute, soll ich dazu noch irgendwas sagen? Und denn das hier wieder. Weißt du, ein langer Ball, Alter, und das Ding kommt bis vorne hin. Ich würde sagen, wir schaffen die Qualifikation nicht, Leute. Wir schaffen die Qualifikation nicht hier auf dem RTG. Naja. Hey, ich weiß nicht, einfach nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Kick dir das doch an, Alter. Das kannst du doch keiner erzählen. Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass Gakpo jetzt auf immer den schnellen Schritt nicht mehr hat, oder was? Wollt ihr mich verarschen, halt? Der ist ja gar nicht aus dem Knick gekommen eben gerade. Der Ball war doch schon längst gespielt. Dafür kannst du keinen Elfmeter geben. Es geht nicht. Es geht nicht. Bist du, fliegst hier raus wegen irgend so Dreck, weil die immer so eine Kacktore hier machen, Alter. Ich verstehe ja nicht. Ich kann das doch ja nicht verstehen, Alter. Ich mach mal eh so ein Kacktor. Eh so ein Kacktor aus 5 oder 6 Spielen. Weil ich krieg ständig so eine Dreckstore, Alter. Die Tage noch ein bisschen Rivals spielen, damit wir wieder unsere 1000 Punkte kriegen, ne? Vielleicht werden wir ja trotzdem ein bisschen entschädigt hier. Nee, sieht nicht so aus. Brauchen wir nicht. Egal, was das ist, brauchen wir nicht. Glaubt es mir. Brauchen wir nicht. So, dann können wir das hier alles wieder wegmachen. Schön. Balli weg, RTG weg. Gut, wir haben uns dann natürlich... Oh, wir haben uns dann natürlich qualifiziert auf unserem Main-Account. Auf unserem RTG haben wir es leider nicht geschafft, Leute. Also, wie schon gesagt, wir müssen noch ein bisschen Rivals spielen und dann kommen wir wieder rein. 12.000 Münzen haben wir. Team spielt sich eigentlich wirklich nice. Also, ich habe jetzt nur stehende Team oder so, ne? Spielt sich wirklich gut, muss ich echt sagen. Dafür, dass das eigentlich so viel schlechter ist. Was hat denn hier Gakpo? 35 Spiele, 35 Tore. Jesus hat 10 Mal mehr, wollte ich gerade sagen. 41 Spiele, 55 Tore. Einwandfrei. Spielt sich wirklich geil, das Team eigentlich. Bin halt nicht weitergekommen. Ja, wenn ich natürlich nur mal so eine blöden Tore kriege, ja, was soll ich denn machen manchmal? Was soll ich denn machen? Gut, ist halt so wie es ist. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht es gut.